Was kostet es, ein E-Commerce-Business zu starten? Du möchtest Produkte online verkaufen, beispielsweise über Amazon, den eigenen Online-Shop und Co. und fragst dich, wie viel Geld brauche ich dafür? Und natürlich auch, das ist eine Sache, die mich immer extrem aufregt. Alle sagen mal, was kostet es? Am Ende des Tages ist es immer eine Frage, was investierst du und was bringt dir dieses Investment? Also welche Rentabilität hast du da dabei? Also was kannst du zum Beispiel erwarten, wenn du 5.000 Euro, 10.000 Euro investierst? Hier einfach mal drei Beispiele, zum Beispiel Martina bei uns aus der Community, die hat im August 2022 gestartet, 10.000 Euro investiert, macht mittlerweile teilweise pro Monat über 90.000 Euro. Oder ein Fabian, der mit 6.000 Euro gestartet ist und zwar am 11.02.2022 mittlerweile teilweise wirklich über 20.000 Euro Gewinn pro Monat macht. Oder aber auch ein Eduard, der damals mit 11.000 Euro gestartet ist und mittlerweile teilweise pro Monat über 100.000 Euro macht. Wie ist die Rentabilität? Wofür geht das Geld drauf? Es fehlt auf YouTube ein Video, was das wirklich konsequent, ganz klar und transparent vor allem darstellt, damit du weißt, was du auch erwarten kannst und worein dein Geld auch letztendlich fließen muss, wenn du wirklich was Erfolgreiches aufbauen willst. Eine Sache, die mich immer extrem nervt dabei, wenn man ein Business oder ein Unternehmen startet, sind diese ganzen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, aber eigentlich 0% Unternehmer in ihrer DNA drin haben und sich immer nur darüber Gedanken machen, was kostet es mich? Also erstes Learning, was du als Unternehmer brauchst, ist definitiv, du investierst nur Geld. Das heißt, du solltest dich niemals fragen, was kostet mich etwas, sondern was bringt mir etwas? Also was ist das Potenzial eines Investments? Du fragst dich ja auch nicht, was kostet mich der Kauf einer Aktie, sondern was du dich fragst, ist am Ende des Tages, wie viel Potenzial steckt dahinter. Und wenn du eine Immobilie kaufst, dann solltest du dich auch immer fragen, was ist zum Beispiel das Potenzial dahinter. Genauso, wenn du ein Business startest, interessiert niemanden die Kosten, denn seien wir mal ganz ehrlich, sagen wir mal, du hast jetzt eine Investment-Opportunity und du brauchst 50.000 Euro und hättest du 100% sicher ein Jahr später 300.000 Euro. Dann würdest du irgendwie diese 50.000 Euro zusammenbekommen. Ja, jeder würde es irgendwie schaffen, diese 50.000 Euro zusammenzubekommen, weil er wüsste, okay, es lohnt sich extrem. Und genau das muss man auch ein bisschen mindset-technisch mit als Unternehmer integrieren, gerade wenn man sich das erste Mal selbstständig macht, dass man halt mehr darüber nachdenkt, okay, was ist möglich und was bringt es mir? Deswegen möchte ich dir einmal schwuppdiwupp relativ transparent aufzeigen, wofür du überhaupt Geld brauchst und was du dann eben erwarten kannst. Punkt Nummer 1, das ist, denke ich, das, was jeder braucht. Wir brauchen natürlich erst einmal ein Gewerbe. Ja, das ist ein Kostenpunkt, den brechen viele gar nicht mit. Wir brauchen ein Gewerbe plus, ich rechne das jetzt einfach mal mit dazu, dieses gesamte Setup als Selbstständiger, auch noch einen Steuerberater dazu. Ja, und je nachdem natürlich, wie krass man auch startet, kostet es Geld. Für die meisten von euch, die normales Setup haben werden, werdet ihr da ungefähr im ersten Jahr so 500 Euro, sage ich mal grob, investieren. Wenn ihr jetzt zu viert eine GmbH gründet und direkt 1 Million Euro Umsatz im ersten Jahr macht, dann werdet ihr natürlich deutlich mehr bezahlen als 500 Euro. Aber für die meisten Leute kannst du das hier als Richtwert benutzen. Das geht einmal drauf. Gewerbeanmeldung selbst ist relativ günstig. 20, 30 Euro, mehr kostet das nicht. Steuerberater pro Monat, je nachdem wie groß du bist, teilweise 50, 100, 150 Euro. Und natürlich auch so ein bisschen, bei welchem Steuerberater du am Ende des Tages bist. Da haben wir übrigens super viele Empfehlungen bei uns in der Community. So, Punkt Nummer 2, und das ist der Punkt, der am Ende des Tages bei deiner Startinvestition in der Regel den größten Teil ausmacht, das ist die Ware. Ja, also egal, was du verkaufen möchtest, du musst es erst einkaufen, egal ob das jetzt eine Massagepistole ist, Gummistiefel sind, Bücherregale sind, Möbel sind, ob du irgendwelche Garten-Equipment, Baby-Sachen oder sonstiges verkaufen möchtest. Du brauchst Ware und für den Wareneinkauf musst du nicht nur Geld direkt in die Produkte investieren, sondern du musst natürlich auch die Produkte nach Deutschland bekommen. Das heißt, Ware plus, im Grunde genommen, bei den meisten Leuten wird es der Import sein und der Zoll, das kommt hier an dieser Stelle auf dich zu. Ja. Und da ist es natürlich so, dass du jetzt nicht eine Summe nennen kannst, aber du kannst ganz gut dein Investment in die Ware im Verhältnis setzen zu dem, was du später an Umsatz und damit auch an Gewinn machen kannst. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man 5.000 Euro beispielsweise in Ware investiert, das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel damals in meine erste Wareninvestition waren knapp 8.000 Euro. Sagen wir mal, du investierst 5.000 Euro in Ware, dann kannst du grob davon ausgehen,
Ja, das wird mal 10% mehr, mal 10% weniger sein. Grob kannst du davon ausgehen, dass du auf 5.000 Euro eingesetztes Kapital aus diesem Geld, wenn du die Ware verkauft hast, etwa 20.000 Euro Umsatz generierst. Ja? Also aus 5.000 Euro Wareneinsatz kommen 20.000 Euro Umsatz, wenn du es vernünftig machst, logischerweise, wenn du es richtig machst, wenn du nicht einfach irgendwie blindlings reinrennst und denkst, es ist super easy, man muss nichts dazu lernen, sondern dich wirklich damit beschäftigst, weil E-Commerce ist genauso wie eine Schleife binden oder ein IKEA-Regal aufbauen mit der richtigen Anleitung und dem richtigen Prozess im Grunde genommen, ist das kein Hexenwerk. Also E-Com kann jeder. So, dann hast du bei diesen 20.000 Euro Umsatz und diesen 5.000 Euro Kapital im Grunde genommen eine Rendite im E-Commerce in der Regel so zwischen 50% und 100%. Das heißt, was bleibt davon hängen? Wenn du 5.000 Euro investierst, hast du danach meistens irgendwas mit 8.000 bis 10.000 Euro nach einem Warenumschlag. Ja, der dauert in der Regel so 3 bis 4 Monate. Also Ware einkaufen, bis du die Ware verkauft hast. Ja, 3, 4 Monate aus 5.000 werden dann sozusagen 8.000 bis 10.000. Wenn du es besonders genial machst, hast du vielleicht sogar 12.000 oder 13.000. Wenn du reinscheißt, hast du vielleicht sogar 0 Euro. Ja, muss man ganz offen so sagen. Natürlich, als Unternehmer hat man auch immer ein Risiko. Vor allem, wenn man es halt nicht vernünftig macht. Aber wie gesagt, ist es komplett planbar. Es ist heutzutage durch so viele Tools und Möglichkeiten, auch sich Wissen und Strategien anzueignen, eigentlich kein Ding mehr, das Ding erfolgreich aufzubauen, wenn man oder wenn du wirklich auch bereit bist, Dinge zu lernen und Dinge umzusetzen. So, und das sind die meisten Punkte, die alle denken, that's it so. Das heißt, ich bräuchte so 5.500 Euro, kann ein Business starten. Das ist nicht ganz so, denn jetzt kommen im Grunde genommen die variablen Kosten, die viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, die aber definitiv dazugehören. Ich nenne das jetzt mal die variablen Kosten. Variable. So, was fällt darunter? Beispielsweise musst du am Anfang, wenn du jetzt ein Produkt auf den Markt bringen willst, musst du einen Hersteller suchen. Du brauchst einen Lieferanten für dein Produkt und um den Lieferanten auch als guten Lieferanten zu verifizieren, wirst du dich in der Regel von der Qualität des Lieferanten überzeugen wollen. Das bedeutet, du bestellst ein sogenanntes Sample, ein Beispielprodukt, was der Hersteller dir zusendet. Das, je nach Produktpreis, sagen wir einfach mal, kostet dich insgesamt am Ende des Tages 200 Euro. Dann wirst du später, wenn der Hersteller deine Ware produziert, nochmal eine sogenannte Quality Inspection machen. Also wir haben hier einmal das Sample, dann haben wir die QI, Quality Inspection. Auch die kostet dich in der Regel nochmal 200 Euro. Wir rechnen mal ein bisschen sporadischer mit 250 Euro. Das sind Kosten, die hast du einmalig. Das heißt, du wirst es in der Regel bei deiner zweiten Warenbestellung und so weiter und so fort nicht machen. Solltest es aber das erste Mal machen. Dann benötigst du ein paar Sachen zum Verkaufen in Deutschland, damit es legal wird sozusagen. Das sind einmal die sogenannten Zertifikate. Stell dir vor, irgendjemand kauft Ware in China ein, die muss gewisse Standards erfüllen, damit es erlaubt ist, diese hier in Europa zu verkaufen. Und dafür benötigen wir eine Art Compliance-Nachweis oder auch Zertifikate. Manche Leute nennen es so, manche Leute nennen es so. So, das bedeutet beispielsweise, dass deine Produkte auf Chemikalien geprüft werden, die in Europa entweder zulässig oder nicht zulässig sind. Wichtig! Viele Hersteller haben das bereits, das heißt, du musst da gar nichts für bezahlen. Das heißt, der Hersteller hat das Produkt bereits prüfen lassen, du musst gar nichts dafür bezahlen. Andere haben das nicht. Je nach Produktkategorie können diese Kosten unfassbar weit variieren. In der Regel kann man sich aber daran orientieren, dass simplere Produkte günstiger sind und größere, komplexere Produkte, wie zum Beispiel, sagen wir, du willst elektronische Artikel verkaufen oder Lebensmittelartikel, dann musst du deutlich mehr dafür einplanen an Geld, als wenn du normalerweise zum Beispiel eine Laptoptasche verkaufst, einen Stuhl verkaufst, einen Blumentopf verkaufst, einen Sonnenschirm verkaufst. Es gibt ja so zigtausende von Produkten, mit denen man wirklich gutes Geld verdienen kann. Deswegen rechnen wir jetzt einfach mal für C-Compliance 500 Euro im Schnitt. Wie gesagt, für manche Leute wird das auch gar kein Geld kosten und auch der Kostenpunkt ist im Grunde genommen einmalig. Das heißt, den hast du für deinen ersten Warenumschlag, da geht es vom Gewinn ab. Ja, bei den nächsten hast du es sozusagen nicht mehr. Das heißt, wenn wir hier sagen, auf diese 20.000 Euro Umsatz und unsere 5.000 Euro Kapital haben wir am Ende 8.000 bis 10.000. Das heißt, wir haben einen reinen Gewinn von 3.000 bis 5.000 Euro. 3.000 Euro bis 5.000 Euro. Dann müsstest du von diesem Betrag im Grunde genommen diese Einmalkosten, die du hier am Anfang hast, die variabel sind, unbedingt nochmal abziehen. Wichtig, es gibt noch weitere Kosten, die du haben wirst, wie zum Beispiel Werbekosten oder die Retourenkosten. Also wenn ein Kunde die Ware wieder zurücksendet, dann musst du zum Beispiel den Versand bezahlen. Das Coole ist, dass du im Grunde genommen dafür nicht dein eigenes Geld bezahlst. Stell dir das Ganze so vor, dass du, wenn du beispielsweise über Amazon verkaufst,
deine Umsätze direkt mit diesen Kosten verrechnet werden, du also im Grunde genommen direkt von deinem Umsatz diese Kosten decken kannst. Beispielsweise den Versand deiner Produkte. Ja, wenn Amazon das Produkt zu einem Kunden sendet, dann kostet das vielleicht 3 Euro oder 4 Euro. Aber der Kunde hat in dem Moment ja schon bei dir das Produkt eingekauft und hat dir schon Geld überwiesen. Du musst also nicht aus deiner eigenen Tasche diesen Versand bezahlen, sondern nimmst direkt einen Teil deines Umsatzes und bezahlst es damit. Dieser Gewinn, den ich hier anzeige, der ist bereits abzüglich dieser Werbekosten und Co. Das heißt, von diesen 20.000 Euro Umsatz hatten wir ja insgesamt ungefähr 5.000 Euro Warenkosten. Ja, da geht ein bisschen Umsatzsteuer noch von ab, aber auch die wird erst mit dem Umsatz berechnet, die muss nicht vorgestreckt werden. Bedeutet, bei 20.000 Euro sind das ungefähr 3.600 Euro, werden das ungefähr sein. Das heißt, 8.600 Euro gehen ab, bleiben uns sozusagen noch insgesamt 12.000 bis 13.000 Euro zur Verfügung. Und von denen, wie gesagt, gehen dann Werbekosten ab, Versandkosten ab, Retourenkosten ab, Lagerkosten gehen davon ab. Und natürlich auch, wenn du zum Beispiel auf Amazon verkaufst, gehen dann noch die Amazon-Gebühren ab und dann bleiben eben diese 3.000 bis 5.000 Euro reiner Gewinn am Ende des Tages bei dir übrig. Wenn du das jetzt hiermit verrechnest noch, ungefähr 1.000 Euro, hast du zum Beispiel dann vielleicht 2.000 bis 4.000 Euro Gewinn und das auf Sicht von 3, 4, 5 Monate. Das kannst du dann natürlich immer wieder machen. Und da ist auch der Juice im Grunde genommen im E-Commerce-Business auch der Grund, warum so viele Menschen E-Commerce so lieben und warum es meiner Meinung nach bis heute eigentlich das geilste Businessmodell ist überhaupt. Denn du kannst ja immer wieder diesen Cycle machen. Jetzt hast du aber statt 5.000 Euro, weil wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt 3.000 Euro Gewinn gemacht, also wir rechnen eher etwas pessimistisch. Ui. So, das heißt, wir haben jetzt aus 5.000 Euro haben wir bereits 8.000 Euro gemacht. Und jetzt gehen wir natürlich hin an alle Leute, die sich schnell irgendwie ein Lamborghini oder sowas leasen wollen. Vergesst es. Es ist das Dümmste, was ihr tun könnt, in den ersten 1-2 Jahren viel Geld aus eurem Business rauszuziehen. Denn was ihr jetzt eigentlich machen wollt, ist diese 8.000 Euro zu nehmen und davon neue Ware zu kaufen. Ihr könnt jetzt mehr Ware kaufen und somit auch mehr Ware verkaufen. Denn wenn wir jetzt aus 8.000 Euro rechnen, wie viel Umsatz können wir daraus erzielen? Schon etwa, wir rechnen eigentlich immer mit dem Faktor 4, Einkaufspreis 10 Euro, Verkaufspreis 40 Euro, Einkaufspreis 20 Euro, Verkaufspreis 80 Euro. Das ist so die Faustformel, mit der wir rechnen bei e-commerce.de. Also, dass der Verkaufspreis immer das Vierfache von dem Einkaufspreis ist, dann machen wir in der Regel gute Gewinne, abzüglich Werbekosten und Co. Ja, das heißt 8 mal 4, 32. Das heißt, jetzt haben wir schon die Möglichkeit, 32.000 Euro Umsatz zu machen. Ups. Statt wie davor 20.000 Euro Umsatz mit einem Warenumschlag. Und das bedeutet, dass wir hier in dem Fall dann wieder mit unserer Kapitalrendite 50 bis 100%, machen wir dann hier schon 4.000 bis 8.000 Euro Gewinn. So, und so geht das im Grunde genommen am Ende des Tages weiter. Haben wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es läuft jetzt noch besser, wir haben diese Einmalkosten nicht mehr gehabt, wir haben 8.000 Euro Gewinn gemacht, dann haben wir innerhalb eines Jahres jetzt schon geschafft, das ist extrem realistisch, also wie gesagt, wir haben über 3.000 Produkte schon gelauncht bei e-commerce.de, das ist absolut kein Hexenwerk und so oft gesehen, dass in einem Jahr zum Beispiel dann aus 5.000 Euro mit dem ersten Umschlag werden aus 5.000 8.000, mit dem zweiten werden aus den 8.000 16.000. Das heißt, wir haben 5.000 Euro Investment und kommen dann zum Beispiel nach einem Jahr schon auf 16.000 Euro, die wir im Grunde genommen zur Verfügung haben. Hier haben wir so gesehen also schon 11.000 Euro, also unser Kapital mehr als verdreifacht. Sorry, aber sag mir mal ein Investment, wo das so sicher ist. Weil das hier ist keine Spekulation. Wenn du das normal machst, wie gesagt, das ist wie ein IKEA-Schrank aufbauen. E-Com kann jeder, der bereit ist, es umzusetzen und wirklich zu lernen. Und damit meine ich nicht ein YouTube-Video zu schauen, sondern es sich wirklich anzueignen. Wie gesagt, wir haben mehrere tausend Artikel schon erfolgreich auf Amazon gemacht, sind gerade dabei, einen Großteil davon auch erfolgreich auf dem Online-Shop zu bringen. Das ist kein Sensationismus. Also das ist jetzt nicht das beste Ergebnis, was wir jemals hatten, sondern es ist Durchschnitt, teilweise sogar unterer Durchschnitt. Plus, und das ist jetzt auch nochmal ganz relevant mit dazu zu checken, was du machen wirst und was eigentlich alle Leute bei uns in der Community auch machen, ist es natürlich laufend auch Geld zusätzlich ins Business reinzustecken. Denn wenn du zum Beispiel siehst, ey, ich kann hier, das brauchen wir jetzt nicht mehr, ich kann hier aus 5.000 Euro in einem Jahr 16.000 machen und das komplett planbar und danach in dem Jahr darauf das wieder vermehren, dann gehe ich natürlich hin und schiebe jeden Monat so viel Geld, wie ich vielleicht noch zur Seite legen kann, zusätzlich rein. Denn
Die drei Beispiele, die ich auch am Anfang des Videos genannt hatte, haben allesamt mit relativ wenig Kapital gestartet. Plus sie haben noch Geld in uns, in unser Training, in unsere Fortbildung investiert, um eben am Ende des Tages auch sicherzustellen, dass es überhaupt möglich ist, wie gesagt, von 5 auf 16.000 Euro zu kommen. Denn da liegen natürlich einige Schritte auch auf dem Weg. Aber klar muss sein, das habe ich damals selbst gemacht, dass man, wenn man sich entscheidet dazu, Unternehmer zu werden, dass man dann auch Geld da rein investiert und nicht einen bequemen Betrag rein investiert. Hast du gerade 10.000 Euro gespart und willst nur 2.000 Euro investieren, vergiss es. Dein Ganze, also egal, was für ein Geschäftsmodell du machst, wenn du nur 20% deiner Energie investieren würdest, und Geld ist am Ende des Tages eine Form von Energie im Unternehmertum, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Es gibt einfach keinen Weg dazu. Wenn du aber 100% gibst, wärst du erstaunt darüber, wie einfach und schnell es möglich ist, wirklich geile Ergebnisse zu erzielen mit einem eigenen Unternehmen, selbst wenn man keine Vorerfahrung hat. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe vor 7 Jahren angefangen, neben meinem Hauptjob bei Mercedes in der Produktion, habe meine ersten Produkte gelauncht, habe es geschafft, nach einem Jahr aus damals 7.000 war meine erste Wareninvestition. Ich habe damals ein Training mir dazu geholt aus den USA für 14.000 Dollar und habe es geschafft, innerhalb von 1,5 Jahren wirklich auf über 100.000 Euro Monatsumsatz zu kommen und dann monatlich über 10.000 bis 15.000 Euro Gewinn zu haben. Also mein Startinvestment habe ich nach 1,5 Jahren, mehr als sogar mein Startinvestment, habe ich nach 1,5 Jahren pro Monat an Gewinn gehabt. Jeden Monat kam die Kohle auf mein Konto und hat mich finanziell unabhängig gemacht. Und ich bin ein Risiko eingegangen. Ich habe auch viel Zeit investiert, aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Und deswegen bin ich auch nach wie vor so unfassbar überzeugt von diesem Businessmodell. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen und es hat dir geholfen zu verstehen, worin dein Geld am Ende des Tages fließt, wie du dein Geld investierst und was auch aus deinem Geld werden kann. Rechnest du das Ganze jetzt mit 20.000 Euro, ganz kurz noch, bleib bitte dran, rechnest du es mit 20.000 Euro und hast darauf 50 bis 100% Rendite, dann bedeutet das schon, dass du nach dem ersten Warenumschlag 10.000 bis 20.000 Euro Gewinn hast. Wir haben auch Leute schon bei uns gehabt, die sind mit 150.000 Euro eingestiegen. Zum Beispiel hinter mir der Stefan, das war zum Beispiel einer, das ist jetzt schon eher ein Sensationsbeispiel, dass zum Beispiel einer unserer erfolgreichsten Kunden auf die Zeit gesehen, hat er es geschafft, innerhalb der ersten 6 Monate über 100.000 Euro Umsatz zu machen, innerhalb der ersten 1,5 Jahre über 250.000 Euro Umsatz pro Monat zu schaffen. Der hat auch mit deutlich mehr Kapital angefangen und hat auch eine deutlich höhere Gewinnmarge entsprechend gehabt und dementsprechend natürlich pro Monat einen Gewinn, der jetzt nicht für jeden von euch, der gerade zuschaut, auch so direkt umsetzbar ist. Ja, hat zwar auch keine Vorerfahrung gehabt, aber hatte natürlich deutlich mehr Kapital. Deswegen sage ich auch immer, am Ende des Tages belohnt es die Leute, die auch bereit sind zu investieren. Wer mit 2.000 Euro starten will und du rechnest jetzt zum Beispiel diese Anfangskosten nochmal ab, ja, du hast 2.000 Euro in Ware, dann hättest du mit 50 bis 100% nur 1.000 bis 2.000 Euro Gewinn gemacht. Wenn wir jetzt aber diese ganzen Einmalkosten abziehen davon, wie beispielsweise Zertifikate musst du machen, du musst die Samples ordern und, dann bleibt eigentlich gar nichts übrig. Deswegen sage ich, es macht keinen Sinn, ein E-Com-Business zu starten mit 2.000, 3.000 Euro. Okay? Also, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Fragen dazu gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Euer Niklas, macht's gut und ciao.